Dieser Film folgt verschiedenen Berichten, Hinweisen und Geschichten. Manche enden abrupt, andere reichen um die ganze Welt. Wir folgen ihren Spuren durch Deutschland und über seine Grenzen hinaus, in die Tschechische Republik, nach Israel, Kanada und in die USA. Doch wohin sie uns auch führen, sie bringen uns doch immer wieder zurück nach Deutschland, zurück nach Leipzig. Denn hier, in Leipzig, liegt der Ursprung all dieser Geschichten. Hier nahm vor genau 100 Jahren alles seinen Anfang. Und so erzählt dieser Film auch ein Stück unserer eigenen Geschichte und konfrontiert uns mit ihren dunkelsten Kapiteln. Wir sind alle in den Gaskammer landen. Alle wieder zurück. Ja, blöden Gaskammer. Keiner will euch. Keiner will euch hier. Wenn Rechtspopulisten und Reichsbürger, Neonazis und Verschwörungstheoretiker eine weltweite Pandemie zum Anlass nehmen, ihre kruden Theorien zu erneuern und mehrheitsfähig zu machen. Die erste Geschichte, die wir erzählen wollen, begann hier. Auf einem Sportplatz im Leipziger Westen, auf dem Vereinsgelände der Spielvereinigung 1899 Leipzig. Hier, im heutigen Karl-Enders-Sportpark, trat im Jahr 1920 der damals neu gegründete SK Bar Kochbar Leipzig zu seinem ersten Fußballspiel an. Der SK Bar Kochbar war im selben Jahr als ausdrücklich jüdischer Fußballverein gegründet worden. Ein absolutes Novum und deutliches Zeichen der Emanzipation des deutschen Judentums. Eines Sich-Selbst-Bewusstseins, das sich auch von den schon bald einsetzenden Angriffen völkischer Antisemiten nicht beeindrucken ließ. Ganz im Gegenteil, allen Anfeindungen zum Trotz wuchs der Verein rasant, sodass bereits im Jahr 1922 ein eigener großer Sportplatz an der Delitzscher Landstraße bezogen werden musste. Hier wuchs der Verein in den Folgejahren zu einem der größten jüdischen Vereine des Landes. Hier fanden zeitweise bis zu 1600 Mitglieder eine sportliche Heimat. Heute erinnert nur noch die kürzlich eingeweihte Gedenkstele an diesen Platz und die Geschichte des jüdischen Leipziger Fußballvereins Bar Kochbar. Die Stele erinnert heute auch an das brutale Ende dieser viel zu kurzen Geschichte. Wir sind verpflichtet, unsere Dankbarkeit zu zeigen für den Ort, wo wir wohnen. Und diese Stele ist ein Zeugnis für das. Und ich hoffe, das ist ein Zeugnis über die Vergangenheit und ein Zeichen für die Zukunft, für alle von uns. Der Verein wäre halt dieses Jahr 100 Jahre alt geworden und ich finde, dass man dann damit auch dieses Ereignis würdigt, wenn man die Stele für Bar Kochbar oder für den jüdischen Sport im Allgemeinen, den es in Leipzig ja sehr vielfältig gab, würdigt. Geschichte, jüdische Geschichte in Leipzig muss immer wieder wachgehalten werden und eine Facette des Ganzen ist eben auch der Sport. Ich erinnere mich noch 2016, als hier drüben hinter uns Bauarbeiten gewesen sind und man stieß auf die Überreste des Sportplatzes Bar Kochbar, gab es eine große Aufregung, da waren Stadträte beteiligt. Ich selber war damals noch Stadträtin, erinnere mich sehr genau. Und nun hat es jetzt doch eine ganze Zeit gedauert, bis wir diese Erinnerungsstele heute hier einweihen können. Aber es ist doch ein wichtiger Punkt, nicht nur der Sportgeschichte, sondern eben auch der Stadtgeschichte, dass jüdisches Leben hier mal Alltag gewesen ist. Und da wieder hinzukommen, daran soll diese Stele ein Stück gemahnen und erinnern und Auftrag sein. Und ich hoffe halt auch, dass dadurch manche Leute vielleicht auch zum Nachdenken kommen, wenn sie heute wieder falsche Versprechungen hinterherlaufen. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde der latente deutsche Antisemitismus staatstragend. Das jüdische Leben in Deutschland wurde planmäßig und in allen gesellschaftlichen Bereichen zurückgedrängt. Jüdische Sportlerinnen und Sportler wurden über Nacht aus ihren Sportvereinen ausgeschlossen, in vorauseilendem Gehorsam, noch bevor staatliche Regelungen hierzu überhaupt erlassen wurden. In der Folge konnten die Betroffenen ihren Sport nur noch in jüdischen Vereinen ausüben, bis auch diese im Verlauf der Jahre 1938 und 39 komplett verboten wurden. Dem folgten staatlich betriebene Entrechtung und Vertreibung und schließlich der Auftakt zum industriellen Massenmord an den Juden Europas. Sportplatz des SK Bar Kochbar Leipzig wurde in der Folge im Jahr 1939 enteignet. Die Sportlerinnen und Sportler, die den Platz zum Sportplatz machten, wurden vertrieben, verschleppt und vernichtet.
Sportler wie die Brüder Max und Leo Bartfeld. Im Jahr 1920 gründeten sie den Verein Bar Kochbar mit und spielten viele Jahre in dessen erster Herrenmannschaft. Hier, an dieser Stelle in Leipzig, befand sich die Wohnung von Leo Bartfeld, bevor er Deutschland im Jahr 1937 fluchtartig mit seiner Familie verlassen musste. Die Flucht aus Deutschland führte die Familie durch ganz Westeuropa und endete für dessen Tochter Juliette Richter, geboren als Jutta Ruth Bartfeld, in den USA. I can't say that I see Germany, you know, like any differently than any other country in Europe. You know, like it's just another country. You know, like yes, there's anti-Semitism in Germany, but there's in France too, and you know, like in other countries as well. So you know, like it's really no different than in the rest of Europe. I mean, there's anti-Semitism in the U.S. You know, like as well. So it's something you know, like that. You like we just have to live with. The one thing I always felt is that it's really important. You like that everybody learn about the Holocaust. You like that this is part of you like the educational systems, not just you like of the U.S. but also you like of countries around the world, so that this is never forgotten. I certainly believe you like and feel that these right-wing parties, you like, are dangerous. I think it's dangerous for Germany itself. You like, it's you like, it went through you like through two world wars, and in a sense, you like, after a period of time, you like, it reunited East and West, you like Germany. And became you know, like a whole country again, and to me, you know, like when that happened, you know, like I just felt that it was you know, like the beginning, you know, like of a new world for Germany, and so you know, like these right-wing groups, you know, like are a very frightening development, you know, like from my perspective. It's also heartening, you know, like to see what the Töpfelhausen has been able to accomplish in terms of. You know, like getting all these youth groups together, you know, like they're all soccer players, getting them together, you know, like and learning, you know, like to live together and understanding that, you know, like they're all the same under God. Es sind die von Juliette angesprochenen Projekte, die Hoffnung machen und zeigen, dass positive Veränderungen entgegen aller Widrigkeiten möglich sind. Projekte, die vor Ort und in kleinen Schritten tagtäglich an einem besseren Leben für alle arbeiten. Diese Projekte wollen wir finden, mit ihren Protagonisten ins Gespräch kommen, wollen zuhören und lernen. Und so führt uns unsere Reise weiter nach Tschechien. Unsere erste Station ist Prag. Die Stadt, die sonst vor Leben pulsiert, ist menschenleer. Die weltberühmte Karlsbrücke verwaist. Wo sonst ein Wirrwarr der Sprachen die Luft erfüllt, hören wir heute unsere eigenen Schritte. Sie führen uns zur ersten Station unserer mehrtägigen Reise durch Tschechien, kreuz und quer durch eine Stadt, die für uns immer auch eine Stadt des Fußballs war. Hier steht mit dem Strahov-Stadion das bis heute größte Fußballstadion der Welt. Unglaubliche 250.000 Menschen konnte der Koloss im Stadtteil Strahov einmal fassen. Ein steinerner Zeitzeuge der Prager Sportgeschichte. Kulisse und zugleich Denkmal einer lokalen Fußballtradition, die große Namen des europäischen Fußballs wie Sparta, Dukla oder Slavia Prag hervorbrachte. Wir hingegen folgen den Spuren eines Vereins mit nicht ganz so großen Namen. Dem Deutschen Fußballclub. Als explizit jüdisch-deutscher Fußballverein gegründet,
zählte der Verein Anfang des 20. Jahrhunderts zu den besten Fußballmannschaften Europas. Vergleichbar mit heutigen Größen wie Real Madrid, dem FC Barcelona oder dem FC Bayern München. Tausende zog es zu den Spielen des DFC hierher, dem Stadion von Sparta Prag direkt gegenüberliegend. Der Einmarsch der deutschen Wehrmacht im Jahr 1939 beendete die jüdisch-deutsche Erfolgsgeschichte des DFC quasi über Nacht. Im Juni 2016 wurde der Verein neu gegründet. Mit gemischten Jugendteams nimmt er am tschechischen Ligabetrieb teil und engagiert sich für eine offene Zivilgesellschaft und gegen Antisemitismus in der Tschechischen Republik. Wenn man auf die deutsch-tschechischen Beziehungen allgemein schaut, muss man sagen, dass es seit 1989 natürlich einen gewissen historischen Ballast gab, den beide Seiten so mit sich rumgeschleppt haben. Aber im Großen und Ganzen hat das funktioniert, eine gewisse Aussöhnung dahin zu bekommen. Das hat aber keinerlei Auswirkungen jetzt auf das Bestehen unseres Clubs. Unser Club ist allgemeinhin akzeptiert. Unsere Spieler haben hier nie irgendwelche Anfeindungen oder dumme Kommentare erfahren. Wir sind ein absolut angesehener Club hier in Prag. Aber uns war es eben ganz wichtig, diese alte Tradition wieder aufzunehmen, also das DFC Prag. Weil wir eben auch wussten, dass es eine schwierige deutsch-tschechische Geschichte gibt und dass man deswegen auch ganz normal sehr behutsam sein muss, wenn man irgendwelche traditionellen Namen wieder aufgreift. Und da findet es uns beim DFC eben relativ einfach, weil der DFC ist historisch nicht verbrannt. Der ist nicht vorbelastet. Ja, der DFC hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Der DFC ist nicht auf die Seite der Nationalsozialisten gewechselt. Naja, und als wir den Club dann gegründet haben, war es uns auch ganz wichtig, in Verbindung zu treten, eben zum Beispiel mit dem hiesigen jüdischen Sportclub Hakoach, aber auch mit der jüdischen Gemeinde. Und der Generalsekretär der jüdischen Gemeinde Prags ist zum Beispiel auch Mitglied in unserem Ehrenrat, den wir haben. Also da gibt es schon eigentlich einen Austausch. Man kennt sich und es gibt auch immer wieder Bemühungen, da gemeinsame Projekte zu starten. Also das gibt es vollkommen. Die Mehrzahl der Menschen weiß es sehr zu schätzen, dass wir diesen alten, traditionellen Club wiederbelebt haben, dass es ihn wieder gibt, dass diese Tradition weitergeführt wird und finden, dass es ein unglaublich spannendes Projekt ist. Ja, wir glauben, dass dieses Fußballbegegnungsfest in Leipzig ein super interessantes Projekt ist, eine tolle Art, sich zu treffen, sich zu begegnen, sich kennenzulernen. Und der Bedarf besteht natürlich weiterhin, ja, dass junge Menschen, Fußballer oder auch Nicht-Fußballer, sich treffen, sich kennenlernen, um einfach auch gewisse Barrieren aus dem Weg zu räumen, die es vielleicht geben mag. Und das ist eine wichtige Sache. Deswegen waren wir gerne dabei. Tohle to bylo vlastně víceméně takový jakoby turnaj, ale o přátelské atmosféře. Jo, nebyla tam taková rivalita, prostě víceméně tam se všichni na začátku poplácali, potřásli jsme si rukama, pak jsme si řekli čau, mějte se a za rok se uvidíme. Jo, a bylo to úplně něco jiného, než je klasický mezinárodní turnaj. Für die Annäherung zwischen Tschechen und Deutschen setzt sich die in Prag residierende Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik ein. Außerdem gibt sie die deutschsprachige Zeitung Landesecho heraus und arbeitet für den Erhalt des deutschen und deutsch-jüdischen Erbes in Tschechien. Es ist ja bekannt, dass die Tschechoslowakei, sagen wir mal, auch schon im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert eigentlich ein Vielvölkerstaat war. Neben der tschechischen Majorität lebten hier die Deutschen. Ich habe schon erwähnt, 1921 bzw. 1931 bei der Volkszählung damals waren es knapp 3 Millionen. Und dann war es eine sehr starke jüdische Gemeinde hier. Sehr viele der Angehörigen eigentlich haben aber auch oft zur deutschen Nationalität sich bekannt. Ja? Das zeigte sich auch sehr dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Juden eigentlich, die überlebt haben den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, zurückkamen und dann bestraft worden sind, weil sie sich vorhin zu der deutschen Nationalität bekannt haben. Es ist deswegen, weil sie die deutsche Sprache, deutsche Schulen und so weiter besucht haben, benutzt haben. Wir fahren weiter nach Südmähren, genauer nach Blansko, nur wenige Autostunden von Prag entfernt. Die Kleinstadt mit ihren rund 20.000 Einwohnern beheimatet auch das DDM Blansko, das Haus der Kinder und Jugendlichen. Hier arbeitet seit nunmehr fast 30 Jahren Blanka Streitowa. Sie hat das Haus und sein Wirken vor Ort maßgeblich geprägt
und dabei von Anfang an auf den internationalen Austausch der Kinder und Jugendlichen gesetzt. Seit dem Jahr 2018 beteiligt sich das Haus auch am internationalen interkulturellen Fußballbegegnungsfest in Leipzig und gestaltet hier gemeinsam mit unserem Verein internationalen Austausch und transnationale Erinnerungsarbeit. Ano, dvakrát vlastně to bylo v Lipsku, minulý rok a předminulý rok. Ten dojem byl, já jsem se tam cítil dobře, líbilo se mi tam. Bylo to poněkud větší město než Blansko, jo. Takže jsem byl docela překvapený. Asi největší akce, které jsme se momentálně účastnili, tak bylo právě v Lipsku. Tam myšlenka té jako společné Evropy, nebo já bych to bral ještě víc globální, nic mě nevadí, jako jít ještě za hranice Evropy. Co se týká té mezinárodní spolupráce, tak určitě udržovat dobré vztahy, třeba i s Lipskem. Teďka velmi rád bych se tam zase vrátil, protože tady tahle nabídka, nebo tady ta možnost právě vjet na tady ten mezinárodní fotbalový turnaj, kam jsme jezdili, který vlastně ta nit se nesla teda proti tomu rasismu a netoleranci, tak to mě přijde jako super, super myšlenka bourat jakýsi předsudky lidí, poznávat se. Tam právě ten fotbal se mi líbilo, že to je takový krásný pojítko v tom, že člověk může být fakt různý, různě barevný, ale v podstatě fotbal hrajou všichni všude stejně. A takhle by to, jako kdyby ty lidi měli k sobě i navzájem jako přistupovat i ve svých životech, že nezáleží opravdu na té příslušnosti jakési. A můj cíl je právě podporovat mládež, jako, aby dokázali vystoupit z té své komfortní zóny, aby prostě jsme mohli navštívit další země a udržovat teda ty stávající kontakty na velmi dobré přátelské úrovni. Můj čas už se pomalinku krátí a mám zde docela dobrý mladý tým, tak to bych si přála, aby ti mladí v tom pokračovali, aby tady zůstali. Frohen Mutes brechen wir zum nächsten Ziel unserer Reise auf. Es geht weiter nach Ostrava. Als wir ankommen, wird es stiller im Auto. Ostrava galt lange Zeit als die Stadt des Stahls. Die harte Arbeit prägte Alltag und Bewusstsein der Menschen in dieser Stadt und es scheint, als könne man diese Härte bis heute spüren. Die Stahlfabriken, die der Stadt einst ihren Beinamen gaben, sind heute zu Industrieruinen verfallen. Heute ist Ostrava überregional vor allem für seinen Fußballverein bekannt, den FC Banik Ostrava. Zugleich ist Ostrava die Heimat vieler Sinti und Roma. Mit ihnen wollten wir ins Gespräch kommen, sie kennenlernen und vor allem wollten wir ihnen zuhören. Und sie erzählten von tagtäglicher Diskriminierung ein Leben lang. Jaroslav Horvat, hier von allen nur der Titan genannt, leitet mit seinem Kollegen Lukas Pulko ein tschechienweites Fußball- und Sozialprojekt jugendlicher und junger erwachsener Roma. Mit Fußball und Bildung sollen die jungen Menschen aus der Tristesse des Alltags befreit werden. Die ersten Erfolge sind bereits sichtbar. Und so trafen wir bei unseren Drehs auch auf mehrere Spieler, die gegen alle Widerstände erfolgreich ihren Weg gegangen sind und heute als Profis die Vorbilder für junge Spieler sind. Krátce, no ono jo, je pravda ta jakoby to podcenění, ty předsudky tady prostě jsou, vždycky tu byly a vždycky tu budou. Já bych řekl spíš, že záleží na tom, jak se s tím člověk prostě popere. Já vám to řeknu takhle, oni nám to přímo neřeknou, protože ví, že to je nezákonné, ale naznačují nám to tím, že třeba když jdeme s dětmi na hřiště, tak nám kontrolují vlastně obuv, jo, jakou máme, dokonce byla přivolána několikrát městská policie, kde vlastně městská policie i uznala, že máme pravdu my, protože tu obuv sportovní jsme měli, ale třeba ten správce byl jinčího názoru, protože nás tam nechtěl. Jo, protože viděl bandu více Romů, většina Romů, takhle. Ty vyloučené lokality a ty děti v nich jsou uzavřené. A my se snažíme právě tady těma turnajma a těma cestama jim tu šanci a otevřít jim obzor, rozšířit jim ten obzor, že jsou i jiné věci než to drogy, násilí a to špatné, co oni vidí. Nemít práci, mít špatné bydlení a špatné sousedy kolem sebe a to všechno na ně jakoby tlačí a oni v tom vyrůstají a časem jim to přijde normální.
To vše špatné jim časem přijde normální a my se snažíme za pomoci fotbalu a Mongagui jim ukázat, že to je špatné a že jsou i jiné věci a že lidi okolo jim tu šanci dají, když budou chtít. Právě, že jsme chtěli nazvat to hřiště multikulturní, aby jsme ukázali i těm ostatním, že to jde. Že jde hrát i s tím, že ať tam přijde černý, bílý, žlutý, fialový, jsme jednota. Na tom hřišti to nás baví a tam jsme jedna rodina, všichni. Náš sen, nebo můj sen osobní, je postavit multifunkční fotbalové hřiště pro děti z vyloučených lokalit. Tím, že mě jakoby respektujou, že mám respekt jakoby v té komunitě i celkově po Ostravě a Lukáš Půlko zase v tom Ústí a tak dále, tak ty děti jdou za náma a vidí ten vzor, protože každé dítě vidí vzor v trenérovi. A jestliže ten trenér je dokáže motivovat a ukáže jim to správně, tak ty děti chtějí taky. A to je právě si myslím asi nejvíc, že ty dětští trenéři prostě musí být pro ty děti vzorem. Und es gibt auch Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. So war es beispielsweise den Organisatoren der Freizeitliga, den Ultras des FC Banjak Ostrava, ein besonderes Anliegen, dass auch das Roma-Team gleichberechtigt in der Liga antreten darf. V tom fotbale si myslím, že tam se ty rozdíly stírají. Prostě tady se sejde 10 lidí na jedné straně, 10 na druhé straně a jeden vyhraje, jeden prohraje, případně remizujou teda. Ale nejde, jako nikdo nic neřeší. Prostě hrajeme, pohádáme se a je úplně jedno, kdo je na druhé straně. Prostě oni přišli a hrajou a prostě hrajeme. Nach den vielfältigen Erfahrungen in Ostrava war es uns wichtig, auch die andere Roma-Organisationen Usti nad Labem kennenzulernen. Usti hieß bis zum Jahr 1945 Aussig und war ein überaus wichtiger Industriestandort in Nordtschechien. Der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung hier zählte sich bis zur Besetzung des Sudetenlandes 1938 durch die deutsche Wehrmacht zur deutschen Bevölkerungsgruppe. Unter ihnen auch 1200 Jüdinnen und Juden. Sie wurden fast vollständig ausgelöscht. Heute erinnert im ehemaligen jüdischen Viertel der Stadt ein beeindruckendes Monument an den Völkermord. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wandelte sich das Stadtbild in Usti und es entstanden Plattenbausiedlungen, kleine Satellitenstädte an den Rändern von Usti. Hier leben bis heute viele Roma, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier angesiedelt wurden. Wie in Ostrava ist die Lage für die meisten Roma auch hier nicht leicht, doch es gibt erste positive Entwicklungen. Vorangetrieben werden sie auch hier vor allem von Lukáš Půlko, der für viele Roma die Verbindungsperson zu den öffentlichen Einrichtungen des Landes ist. Mit seinem Fußballprojekt verbindet er auch einen klaren Bildungsansatz. Wer hier mitspielen will, muss in der Schule gute Leistungen bringen. Zudem spricht sich die Organisation gegen Antisemitismus und Rassismus aus und erwartet dieses Engagement auch von den Mitgliedern. Den Sportplatz, auf dem die Organisation spielt, hat Lukáš der Stadt Usti nad Labem mit viel Engagement in 10 Verhandlungen abgerungen. Und auch hier sprechen die Erfolge für sich. So war das Team mit großem Erfolg am internationalen interkulturellen Fußballbegegnungsfest beteiligt. Ano, už delší dobu se snažíme jako iniciativa i v Ústí, i v Ostravě, i v Pardubicích pracovat na tom, aby na sídlištích vznikala podobná hřiště, nejenom fotbalová, ale i basketbal, tenis, jakýkoliv sportovní vyžití pro ty děti bude mít dobrý dopad na ně. Ten hlavní pilíř je vztah hráče a toho trenéra. A vlastně díky tomu, že i bydlíme tady při sobě všichni, tak já znám i jejich rodiče, takže oni kluci už mě zlobějí, mají nějaký problém se mnou, tak já to s nimi jako vyřídím jako polopatě, jako pořádně. A já vlastně ty děti tahám z ulice, u mě jsou nějakou dobu a některý, který fakt jako splňují ty podmínky, tak pak jdou zase vejš. Do toho FC Rapid Ústí nad Labem. Tak Mongagua znamená pro mě fakt úplně nejvíc, byl to můj začátek a prostě to je to hlavní, ten začátek se nejvíc jakoby počítá. Děkuju tomu strašně, že můžu být v Mongagua. Tak určitě sebevědomí, Lukáš nás naučil techniku a prostě vůli jít si za svým snem. Bez vůle nic nedokážeš. Věnuju se fotbalu a boxu. Jsem třetí v republice nejlepší. Začínal jsem u Lukáše Bráchy, ten boxoval, ten nás něco naučil a potom mi doporučil, ať jdu někam dál, tak jsem šel. Nejlepší pocit byl, když mi Lukáš věnoval malý kluky, abych je trénoval. Cílem, tak můj cíl je určitě dostat se co nejvíc, španělská liga. Těch cílů je hodně. V
první řadě chceme vyhrát turnaj v Lipsku. Chceme být první. Grassroots program je tohle. A vlastně fotbalová asociace nemá zájem o to, o tyhle místa, i když UEFA nabízí vlastně programy, který staví hřiště, ale asi tam chybí kompetentní člověk, který by prostě se o to zajímal. A vlastně tohle je náš cíl největší. No. A vlastně my bychom se chtěli stát nějakým partnerem jakoby pro obce nebo města, vlastně, že bychom vytipovávali ty místa, kde ty děti potřebují ty hřiště a stavilo by se. No. Tak to je vlastně jakoby ten největší cíl té naší iniciativy, aby těch dětí, které budou sportovat, aby jich bylo co nejvíc. Die Corona-Pandemie verhinderte, dass wir das Interview mit Evelyn Niemann und ihrer Tochter Janice vor Ort in Kanada führen konnten. Evelyn ist die jüngere Schwester von Juliette Richter. Beide entkamen mit ihrer Mutter auf einer waghalsigen Flucht den Nationalsozialisten und ihren Kollaborateuren. Durch die digitalen Möglichkeiten konnten wir das eindrucksvolle Interview dennoch führen. I was born in Leipzig in 1936. And my name was Ingeborg Evelyn Bachfeld. But I was only with my sister Juliette. And when we got to the border of Holland from Belgium, I only know that somebody said run, and we ran because after we got to Holland, they closed the border. Nobody else could get into Holland. That was, you know, the first memory I have. My mother at one point managed to leave Germany and come to Holland. She somehow managed to go through Belgium and Holland and came to see me. And I cried and I held on to her and I did not want her to leave. But she left and realized that that is not a good situation for me because if the German come there and see me and I'm crying and you know, making too much of a fuss, that would put that family in danger. So she made arrangement for me again. I do not know how I got out of Holland to Belgium. And I was with my mother alone. My sister Juliette was with another family. She was going to school. I was not going to school. We had no indication when our father was died. I mean, we knew he was at Auschwitz, and but we did not know any further at that time. When he left Germany, he got actually caught in France, and the Vichy government deported him. He died 2 or 3 weeks prior to the liberation, but he was in so many camps. He was from one camp to the other before he even got to Auschwitz. Our father was the leader of a football game with his brother that day, and so my sister Juliette found out before, 1 year before me, and I went in 2016 and 2017 to see the football game, and I thought this was very nice because it was in memory of them. And of course we also had the possibility to have the plaque in front of the house that my father and my mother lived in Leipzig. And there actually is 4 plaques. They put 1 plaque for my father. They put 1 plaque for my mother and say survivor. And then they put 1 plaque for my sister Juliette, survivor. And then there was 1 plaque for me, survivor, which was very unusual. There were 4 plaques in front of the house that we lived together. But never, never in a million years would I have thought that I would go back to Germany.
never in a million years. But because of the reason why, I went back, it's because there was a cause. We didn't even know that my father put together this sports club. We had no idea. This is all what we learned later in life. And that was in his honor. So when I went back, I realized how much I really loved it there. Neben ihrem unbändigen Überlebenswillen waren es auch Akte der Menschlichkeit, die Juliette und Evelyn während ihrer wagemutigen Flucht gerettet haben. Diese Mitmenschlichkeit erwächst aus einer gemeinsamen Verantwortung aller Menschen für alle Menschen und auch auf dem Wissen um die grausamen Exzesse autoritärer und totalitärer Gesellschaftssysteme. Dieses Wissen gegen alle Relativierungen zu verteidigen und die Erinnerung an die Schrecken der Shoah zu erhalten, ist besonders in Deutschland eine Aufgabe gesamtgesellschaftlicher Dimension. Getragen wird sie von einer Vielzahl zivilgesellschaftlicher Initiativen. Diese Projekte wollten wir kennenlernen. Folgerichtig musste unsere Reise also in Deutschland weitergehen. Unsere erste Station war mit Dresden eine Stadt, die in den letzten Jahren vor allem durch die rechtspopulistische Pegida-Bewegung für Schlagzeilen sorgte. Auch der lokale Fußballverein, die SG Dynamo Dresden e.V., teilt dieses Schicksal. Doch wer genauer hinsieht, entdeckt sie auch hier. Die kleinen Projekte, die dagegen halten. Also haben wir genauer hingesehen und das Projekt Bildungsflanke entdeckt. Zusammen mit der gleichaltrigen Elf des befreundeten FSV Zwickau putzten die 12- bis 13-jährigen Jugendlichen in Dresden verschiedene Stolpersteine und vertieften sich mit einem Bildungstag in die Thematik. Die Stolpersteine sind das größte dezentrale Erinnerungsprojekt an Opfer des Nationalsozialismus in Europa. Hier in Dresden haben wir jetzt 250 Stolpersteine. Wir wollen soziale Verantwortung übernehmen, wir wollen der Gesellschaft Verantwortung nehmen und haben mit unserem Verein, mit der Faninitiative, mit unserem Nachwuchs gemeinsam das Projekt Bildungsflanke Dynamo Dresden ins Leben gerufen. Denn es ist uns immer wieder ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass jegliche Form von Diskriminierung und vor allen Dingen Rassismus in Fußballstadien speziell und natürlich auch bei uns nichts zu suchen haben. Leipzig, mit rund 600.000 Einwohnern die größte Stadt des Freistaats Sachsen, ist bekannt für seine grundsätzliche Offenheit gegenüber allem Neuen und Fremden. Da scheint es selbstverständlich, dass sich auch hier zahlreiche Sportvereine für Demokratie und gegen Ausgrenzung engagieren. Seit einigen Jahren sorgt mit dem FC Phoenix Leipzig auch ein engagierter Frauenfußballverein für Schlagzeilen, der mittlerweile in der dritthöchsten Klasse Deutschlands spielt. Wie bei kaum einem anderen Interview haben wir die brennende Leidenschaft der Gründerinnen und Gründer für ihren Sport gespürt und gleichzeitig den klaren Willen, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Wo ich Phoenix damals gegründet habe, war es mein Anliegen, dass wir wirklich wie eine Familie werden. Also als Verein dargestellt. Und ich habe gesagt, wir gründen den Verein, aber dann sind wir wirklich wie eine Familie. Jeder tut was dafür. Es ist sehr anders als in anderen Vereinen. Es ist sehr familiär und es ist einfach ein sehr gutes Verhältnis hier zu allen. Frauenfußball ist eine Leidenschaft. Das ist, wenn man es lebt, ist es ein bisschen wie eine Droge. Man kann nicht mit und man kann auch nicht ohne, weil diese Mannschaft am Ende deine Familie ist. Und das möchte man halt nicht aufgeben. Es gab viele schöne Augenblicke, aber ich glaube in der Tat, dass das Aufstiegstor, wo wir gegen Starken wirklich in die Regionalliga zurückgegangen sind. Ja, das war ein absolut emotionaler Moment für mich, weil die Mädels das als Ziel hatten. Ne? Das war das große Ziel. Wir wollen wieder da zurück. Wir wollen das auch denen, die gesagt haben, das schafft ihr sowieso nicht, wenn ihr jetzt einen neuen Verein gründet, da wieder, ne? Und die Mannschaft, das geht sowieso alles nicht. Und die Mädels haben das 2 Jahre so super gemacht und haben sich dann belohnt. Und außerdem war das natürlich von Angelina Lübcke ein grandioses Tor. Also mit der Hacke über sich selber drüber, den ins Tor zu kriegen. Weiß ich nicht, wie sie das geschafft hat, aber da gibt's keine Worte für. Das war wirklich absolute Emotion pur. Also die Tätigkeit, Frauenfußball zu spielen, wird natürlich oft belächelt. Ne? Also Frauenfußball wird sehr langsam deklariert, hat nichts mit Männerfußball zu tun. Wo ich halt persönlich sage, es ist auch gut so. Frauenfußball ist was anderes. Ich möchte halt einfach
mit auf den Weg geben, dass Frauenfußball genauso attraktiv ist wie Männerfußball, nur auf einer anderen Ebene. Ich habe eigentlich nur ein großes Ziel, dass der FC Phoenix weiter bestehen bleibt, dass wir weiter an uns arbeiten, miteinander arbeiten und dass wir dort eben einen schönen Fußball spielen, ein schönes Vereinsleben haben. Ich möchte einfach, dass der FC Phoenix nicht wie jeder Verein, wo wir jetzt aktuell gespielt haben, wieder runtergewirtschaftet wird. Ich möchte einfach jedem Mädchen, das Bock hat, Fußball zu spielen, zeigen, dass man Erfolg haben kann mit der dritten Liga, die wir ja aktuell spielen, aber trotzdem noch leben kann. Auch der erste FC Lokomotive Leipzig e.V. beteiligt sich an verschiedenen zivilgesellschaftlichen Projekten in Leipzig und so auch in Projekten zum früheren jüdischen Fußball. Die Blau-Gelben verfügen über ein riesiges Gelände im Osten Leipzigs und fallen besonders durch eine ambitionierte Jugendarbeit unter ihrem Jugendleiter Jürgen Schwarz sachsenweit auf. Bei uns spielen Kaderspieler 220, dazu kommen 50 Perspektiv- und Probespieler, also dass wir etwa 270 Kinder und Jugendliche bei uns auf dem Sportgelände begrüßen dürfen. Die kommen aus 22 unterschiedlichen Nationen bzw. haben Wurzeln in 22 Nationen und bei uns sind 32 Spieler mit ausländischen Wurzeln oder Migrationshintergrund und etwa ein Dutzend mit Fluchthintergrund. Aus meiner Sicht hat Jugendfußball, Nachwuchsfußball einen zivilgesellschaftlichen Auftrag. Und dann ist es natürlich für uns auch noch sehr wichtig, dass unsere Fans sich auch intensiv hier für die Geschichte interessieren und auch stark machen. Zum Beispiel Bar Kochbar, dort sollte ein Parkplatz hingebaut werden auf diesen ehemaligen Sportplatz. Unsere Fans haben sich mit dafür eingesetzt, dass das eben nicht passiert, sondern dass man dort eben auch weiter der Geschichte von Bar Kochbar gedenken kann. Nach dem Abstecher zu Lok war es für uns an der Zeit, deren größten Rivalen aufzusuchen, die Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig e.V. Seit der Wiedergründung 2008 vertritt die aktive Fanszene, die sich als antirassistisch verortet, auch einen klaren gesellschaftlichen Standpunkt, der im Leitbild wie folgt definiert wird. Wir arbeiten mit allen zusammen, die in Leipzig den Fußballsport und eine faire Fankultur entwickeln wollen. Wir stehen für Sportsgeist, Offenheit und Toleranz. Wir haben hier ein klares Leitbild bei der BSG Chemie und demnach handeln wir auch, aber das ist auch unabhängig vom Leitbild, dass ich natürlich auch persönliche Werte vertrete. Und wenn wir als Trainerteam hier mitbekommen, dass diese Werte nicht so eingehalten werden sollen, wie sie müssten, dann intervenieren wir, ja. Man spricht zwar immer, Politik hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, aber man sieht auch gerade die politische Lage in Deutschland generell, wie wichtig das ist, dort einfach Farbe zu bekennen und dementsprechend auch zu agieren. Ja. Und da ist natürlich Fußball ideal. Ja. Ja, was wir wollen, das ist ehrlicher Fußballsport. Da spielt Solidarität, Toleranz eine große Rolle und natürlich auch die aktive Fankultur. Und ich glaube, dieses Gesamtkonstrukt ist das, was am Ende die grün-weiße Familie, das ist das, was Chemie ausmacht. Natürlich, die Chemie ist, ja, ist bunt gemischt. Es ist, so, ist egal, woher kommt, welche Hautfarbe hast du, hier ist immer willkommen. Ne? Und ich fühle das auch. Das ist einfach wichtig, die Meinungsfreiheit, auch die Meinung der anderen zu respektieren, auch wenn man die Meinung nicht immer, sag ich mal, tragen muss. Ja. Diskriminierung beginnt im Einzelfall und erst dann wird es ein Massenphänomen. Also dort stoppen, wo es halt eben anfängt, im Einzelnen. Wehrt euch dagegen, beschützt euch gegenseitig, seid einfach ganz normale Menschen, die einander achten. Also das vermittle ich meinen Kindern und das vermittle ich gern auch allen anderen Kindern. Der Ruf Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin hallt immer wieder durch deutsche Fußballstadien, wenn Mannschaften ein Pokalspiel gewinnen. Denn die wirklich wichtigen Entscheidungen werden in Berlin gefällt. Die heutige deutsche Bundeshauptstadt war in ihrer Geschichte über 70 Jahre lang Reichshauptstadt, 40 Jahre Hauptstadt der DDR und zuvor Hauptstadt der Preußen. Also reisen wir weiter nach Berlin. Denn Berlin ist außerdem bekannt für seine traditionsreiche und vielfältige Fußballkultur. Mit einigen der ältesten deutschen Fußballclubs. Dabei fiel unsere Auswahl auf den SC Minerva 1893 Berlin. Mehrfacher Vizemeister Berlins und ein echter Kiezverein mit Patina aus dem Wedding. Aber seit Jahrzehnten für seine hervorragende Nachwuchsarbeit bekannt.
Während die erste Herrenmannschaft der Weddinger seit Jahrzehnten in den Gefilden der Kreisklasse herumdümpelt, engagiert sich der Verein in der zivilgesellschaftlichen Arbeit und integriert Kinder und Jugendliche aller Altersstufen nachhaltig durch den Fußball. So wie ich meine Mannschaften führe, ist halt so, dass das Sportliche wichtig ist. Wir wollen gewinnen, wir wollen das Bestmögliche mit unseren Mannschaften natürlich erreichen. Das kann nicht immer Gewinn sein. Manchmal ist es auch eine knappe Niederlage oder nicht so hohe Niederlage gegen einen sehr großen Verein. Aber im Vordergrund steht immer irgendwie der Spaß und dass man, wie gesagt, dass die Jungs auch gerne zum Training kommen, dass sie gerne zusammen sind. Und das probiere ich auch zu entwickeln, aber das ist eigentlich auch eine Vereinsphilosophie. Seit jeher gewesen, denke ich, dass wir nicht den Anspruch hatten, sportlich jetzt zu überragen, sondern dass wir das Menschliche wirklich auch im Vordergrund sehen möchten. Jeder muss so behandelt werden, wie ich auch selbst behandelt werden will. Und das zeichnet auch alle Trainer hier aus. Wie gesagt, ich mache seit über 30 Jahren hier im Verein. Und ich habe mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht, auch nie gezählt, wie viele Deutsche hast du jetzt in der Mannschaft und wie viele Türken und wie viele Ausländer aus allen Herren Ländern. Bei uns war es immer ein Miteinander und bei Kindern und Jugendlichen ist das sowieso immer viel einfacher. Die denken da sowieso in diesen Sphären gar nicht und das mache ich eigentlich auch nicht. Aber wir haben immer eine bunte Mischung gehabt und rein sportlich als Trainer finde ich so eine bunte Mischung von den Mentalitäten her auch eigentlich ganz vorteilhaft. Es ist auf jeden Fall cool. Es ist natürlich, wir sind jetzt keine Mannschaft, die in hohen Ligen mitspielt oder so, aber es ist einfach der Spaßfaktor, würde ich sagen. Und einfach viele Leute, die man hier kennengelernt hat, auch viele Leute aus verschiedenen Kulturen, es werden alle aufgenommen. Es ist echt cool. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Lebt es, nimmt jeden auf, der kommt, als wenn ich selbst bin, als wenn es mein Kind ist. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und auch gar nicht gerade darüber reden, sondern es machen. Ohne Minerva, glaube ich, würde ich nicht so viele Kulturen kennen. Natürlich habe ich auch dadurch einfach Kulturen kennengelernt und das finde ich einfach ist sehr wichtig und es sollte einfach normal sein. Selbstverständlich wollten wir zum Ende unserer Deutschlandtour auch wissen, wie die pädagogischen Fachstellen das Wirken der Vereine und der Fans für die Zivilgesellschaft werten. Und so führte uns ein Abstecher zum Fanprojekt Leipzig, getragen von Outlaw, einem gemeinnützigen Träger der Jugendhilfe. Man muss, glaube ich, noch mal so ein bisschen in die Historie des Fußballs zurückblicken, dass der Fußball ja ganz lange schon ein Problem auch mit Rechtsextremismus in den Kurven hat, weil das ja ein Stück weit auch ein gesellschaftliches Problem war. Aber insbesondere so Mitte der 80er Jahre bis Mitte, Ende der 90er Jahre war dieses Thema sehr, sehr präsent im Fußballstadion. Ja, also das Thema Erinnerungskultur, Erinnerungsarbeit, das ist schon auch ein sehr großes Aufgabenfeld, das alle Fanprojekte mehr oder weniger anbieten. Wir bieten Gedenkstättenfahrten an, haben auch schon eine Reise nach Israel organisiert mit jugendlichen Leuten aus der Fanszene, um eine Auseinandersetzung mit dem Thema Erinnerung, Nationalsozialismus, auch natürlich irgendwie das Gedenken an die Vernichtung der europäischen Juden sozusagen bei den Jugendlichen als Voraussetzung für Demokratiebildung auch sozusagen zu nehmen. Also ein Nie wieder sozusagen da auch anzustoßen und gemeinsam mit den Jugendlichen da auch so eine Auseinandersetzung dann eben anzuregen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hat sich halt auch einfach jetzt jenseits der Ultraszene auch in den Vereinen relativ viel getan. Also es gibt schon sehr viel Sensibilisierung, wenn man das vergleicht mit vor 30 Jahren, was die Vereine da sozusagen auch investieren. Die haben da auch ein Interesse daran natürlich, keine rechten Strukturen zuzulassen beziehungsweise etwas dagegen zu unternehmen. Und das muss man auch honorieren. Und ich denke, da gibt es schon noch sozusagen Interventionsmöglichkeiten jenseits der Kurve, um so etwas zu verhindern. Das Gespräch stärkte unseren Eindruck, dass sich immer mehr große und großstädtische Fußballvereine zivilgesellschaftlich engagieren und eine Vielfalt an kleinen und großen Projekten gegen Ausgrenzung begleiten und fördern. Israel, das Land dreier Weltreligionen, Sehnsuchtsort seit vielen Jahrtausenden, Heimstatt vieler Jüdinnen und Juden, die nach dem Ende des Nationalsozialismus und der Shoah aus ihrer vertrauten Heimat vertrieben wurden. Sie gründeten 1948 fast aus dem Nichts einen neuen Staat, eine stabile und verlässliche Demokratie, die einzige, die im Nahen Osten bis heute existiert.
Gegen alle Widrigkeiten und Angriffe der Nachbarstaaten verteidigten die Bewohnerinnen und Bewohner den jüdischen Staat Israel und die universellen Menschenrechte, für die der Staat Israel bis heute steht. Im Jahr 2020 ist Israel nur ein weiteres Land im Lockdown. Im harten Lockdown, der fast alle gesellschaftlichen Aktivitäten unterbindet, darunter auch den Sport. Einer der Großen des Sports und des Fußballs in Israel und wahrscheinlich der einzige israelische Weltfußballer war Josef Goldstein. Josef war mit Deutschland verwandtschaftlich verbunden und ein begnadeter Fußballer. Sein Club war der Moadon Kaduregel Maccabi Tel Aviv. In Deutschland unter dem Namen Maccabi Tel Aviv wohl bekannt. Mit Maccabi und der Nationalmannschaft gewann er viele Preise und wurde so der erste israelische Profi im Ausland. Im zivilgesellschaftlichen Leben war Josef ein Wegbereiter für die Annäherung an Deutschland, vor allem im Jugendbereich. Es gelang ihm zu verzeihen, denn er glaubte an ein anderes, an ein besseres Deutschland. Selbst nach dem Olympiamassaker 1972 in München, welches er glücklich überlebte, setzte er seinen Weg unbeirrt fort. Kurz vor den Aufnahmen für diesen Film verstarb er in seinem geliebten Tel Aviv, weshalb wir diesen Film auch ihm widmen wollen. Er war ein begnadeter Erzähler und Denker und nahm uns bei sich zu Hause auf, als wären wir seine Kinder. Seine Lebensaufgabe, die Aussöhnung mit Deutschland, setzen seine Frau Batami und seine Tochter Orly weiter fort. Auch deshalb reisen sie alljährlich zum internationalen interkulturellen Fußballbegegnungsfest nach Leipzig. אז זהו, שהוא, יש הרבה שרואים אותו כאגדת כדורגל. גם יש, נתקלתי בכתבה של נוח קליגר, זיכרונו לברכה, שהוא כותב על שלושה שחקנים במכבי תל אביב, שלדעתו יכולים לשחק ולהשתלב בקבוצה אירופאית בחול, וזה אבא שלי, יוסף גולדשטיין, שיהיה גלאזר ואלי פוקס. אבא שלי למשל, יוסף, אני אדבר על משחק מסוים שהיה ב-4 בינואר 1969. זה היה עוד זמן די טעון רגשית מבחינה פה מדינת ישראל. Okay. ומרטין דרוקר, שמהפועל רעננה ושהיה אחראי על חילופי נוער, חילופי משלחות נוער עם גרמניה, פנה לאבא שלי, ושנבחרת הנוער של מערב גרמניה מגיעה למחנה אימונים ורוצה לשחק פה בארץ. ואף אחד לא רוצה לארח אותם, ואבא שלי אמר שהוא לא מערב בין פוליטיקה לספורט. וגם לפני זה אנחנו נסענו ביוני 2018, בסוף יוני, נסענו להנצחה של מרכז הצעירים ואיפה שישבה הנהלה של פרקופה לייפציג ברחוב אלסטר שטראסה 7. אולי ואני היינו באוטובוס, נסענו שם בטראם, חזרה מבית הקברות. מבית הקברות, נסענו לראות את הקבר של סבא שלי, כי פעם הראשונה שאני הייתי בקבר ב-90, אי אפשר היה להיכנס לבית הקברות. הייתה דלת ברזל חלודה, קטנה, היא צריכה להתכופף כך בשביל להיכנס לראות את הקבר ולחפש אותו, ומצאנו. ועכשיו שהגעתי עם אורלי, אמרתי, אורלי, זה לא זה, לא יכול להיות. אתה יודע, זה משהו השתנה כאן, וזה היה אותו מקום. הם שיפצו את בתי הקברות. ואז הם שמרו אותנו לדבר, אבל אני לא חושבת שדיברנו עברית בכלל. לא, דיברנו בינינו בשקט. בשקט? ואז אחד הילדים אומרים, פלסטין, פלסטין. ואז... המורה שלהם, זו הייתה כיתה, חלק מהכיתה אמרה לו משהו, שזה... צריך ללמד אותם שהיהודים לא תמיד הם הרעים פה, הם גם טובים וכולם אותו דבר. Israelischer Rekordmeister im Fußball ist Maccabi Tel Aviv, der Club Josef Goldsteins. Bislang stehen 23 nationale Meisterschaften und ebenso 23 Pokalerfolge in den Annalen des wahrscheinlich beliebtesten israelischen Fußballvereins. Maccabi unterstützt leidenschaftlich zivilgesellschaftliche Projekte. Deswegen ergab sich die Arbeit mit diesem großen Verein und das Interview mit Guy Zuckermann, dem Nachwuchsdirektor des Clubs, vollkommen unkompliziert. מכבי תל אביב, דרך אגב, הצבעים שלהם זה מעניין. התחלנו בכחול לבן, מכבי תל אביב התחלה לשחק בצבעים כחול לבן.
עד שנת 1940-41. בשנים האלה, בגלל התלאי הצהוב שהיה ברחבי אירופה ליהודים שחייבו את הלכת עם תלאי צהוב, אחד השחקנים, יוסלה מרימוביץ', הציע שהמדים של מכבי תל אביב לאות הזדהות יהיו צהובים כחולים. ומאז הצבע הזה נשאר במועדון. קודם כל, יוסלה גולדשטיין הוא שם דבר במכבי תל אביב, הוא שחקן במכבי תל אביב, היה מאמן, היה גם מאמן במחלקת הנוער כאן. אני באופן אישי הכר אותו בכלל במקום אחר, אני גדלתי בפתח תקווה. וכילד שיחקתי איפה שגדלתי, אז יוסלה גולדשטיין היה מאמן שבדיוק תמיד שם דבר בכדורגל הישראלי, וכילד בגיל 15, שנה אחת, הוא אימן אותי. אני זוכר בחור, בן אדם, הוא כבר אז לא היה צעיר, אבל משקיען ועובד מכל הלב וחרוץ ופשוט התמיע בנו, בילדים, את האהבה לכדורגל. ויוסלה גולדשטיין הוא אחד מעמודי התווך של המועדון פה, של מכבי תל אביב. כדורגל, ספורט בעיקר, זה לדעתנו הדבר שמחבר הכי טוב שיכול להיות. שאלת אותנו על ערבים ויהודים. פה במועדון כדורגל, במגרשי הכדורגל, אנחנו לא רואים שום הבדל, כולם אותו דבר. אני חושב שגם בגרמניה ובבתי ספר גרמניים, שגם שם יש זרים שהם לא נולדו בגרמניה, ואני מקווה מאוד שכולם מבינים שנושא של גזענות, נושא של לקבל את האחר, זה משהו שצריך היום בעת החדשה כבר להיות מושרש אצל כל ילדים. Weit von den Erfolgen Maccabi Tel Avivs entfernt, spielt der MS Pardes Rana Karkur um weit mehr als nur um Punkte. Und doch zählt der Verein zu den besten Jugendclubs Israels. Gelegen in der Doppelstadt Pardes Rana, nicht weit vom malerischen Caesarea und dem Mittelmeer entfernt, entstand durch das einzigartige Engagement eines Ehepaares, das seinen Sohn bei einem Terroranschlag verloren hatte, dieser Fußballverein als Zeichen der Verständigung. Doch der Fußball ist nicht alles hier. Wichtig ist dem Verein der zivilgesellschaftliche Dialog. Seit dem ersten internationalen Fußballbegegnungsfest 2015 treten Mannschaften des Clubs in Leipzig an. Aus diesen regelmäßigen Besuchen ist eine tiefe Freundschaft zwischen vielen Menschen aus Leipzig und Pardes Rana entstanden. Damit Karl Reger nicht zurück war, und im Bedrückel. Der Pardes Rana, aber gar nicht, vorne steht Pardes Rana. Kamuvan, Shaya, Shilum, Shilum. Jetzt kann ich Arabien, Juden, Gruzien, in Kola, Bini, in Kola, Sudim. לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, מאיפה אתה מגיע. בכדורגל זה כאילו, כולם לובשים אותה חולצה, אותו מכנס, אותם גרביים ועולים לשחק, ולא משנה מי אתה, מאיפה אתה מגיע. כולם שווים, באמת, גם בכדורגל וגם בעולם. מה שזרקו לי, דבר מאוד בולט מהטורנירים בגרמניה, שהייתה קבוצה של מהגרים, רובם היו מצפון אפריקה ומעיראק, שהם פשוט פחדו מהקבוצה היהודית ששיחקה איתם באותו בית, שזה הייתה הכוח ציריך. אחרי כמה משחקים ביניהם, הם ישבו ביחד עם הספסלים, באמת ביום של הטורניר, נוצרה ביניהם כימיה, והחבר'ה מהקבוצה של המהגרים באו ואמרו להם, שסיפרו שהם במדינות המוצא שלהם, הם שמעו שהיהודים הם מפלצות, לא דבר לא אחר. ואז הם פתאום ראו שזה לא ככה, ויש אנשים באמת נחמדים, והם סיפרו את זה לקבוצה של השוויצרים. קרה דבר יפה, שכמה חודשים אחרי הטורניר, הקבוצה השוויצרית ערכה חמישה חבר'ה מקבוצת המהגרים בציריך בכמה ימים, וקשרים כאלה נוצרים רק בעזרת כדורגל. זה לא יכול לקרות בשום צורה אחרת. מדהים. כן. להיות בקשר הזה, אני התאהבתי בגרמניה, החברים הכי טובים שלי היום הם גרמנים, ואני מתכונן להמשיך עד סוף ימי חיי בפרויקט הזה של חילופי נוער. אני רוצה להגדיל את זה, אני רוצה להפוך את פרדס חנה למרכז חילופי נוער של בין גרמניה לישראל. אני חושב שיהיה גם נכון מאוד להוסיף הסיורים האלה עוד יומיים בגרמניה, כדי לראות את גרמניה חדשה.
כדי שדיברתי קודם על התפוסה החילונית, גם לתפוס את הפוזיטיב של העניין, ואיך החברה הגרמנית התאוששה, היא טיפלה בעצמה, והיום הפכה להיות למוביל של הפלורליזם בעולם. Die letzte Station unserer Reise nach Israel bildete der Besuch bei Beitar Nordia Jerusalem. Wohl kaum ein Club hat in den letzten Jahren für mehr Furore und Aufsehen in Israel gesorgt als dieser neu gegründete Verein aus Jerusalem. Entstanden ist der Verein aus einer Abspaltung der Fans von Beitar Jerusalem, die den Rassismus der größten Fangruppe ihres Vereins und allgemein den Rechtsruck im Stadion nicht mehr ertragen konnten und wollten. Sie stehen für einen weltoffenen Beitar, ohne Gewalt und ohne Rassismus. אני חושב שהכי חשוב זה קודם כל אדם שיהיה כאדם, כפרסונה כאדם, ויראה את הטוב, ויראה את הצעד שלו קדימה, וידע לכבד את הזולת, ולקיים ולשיג שלום בין האנשים, ולראות איפה הוא יכול לעזור אחד לשני. מה שיכול לחבר אותו הכי יפה בכל העניין הזה, זה כמובן הכדורגל. ושיש כדורגל והוא יכול לחבר את האדם בדברים טובים, אז יש את הניצחון, יש את ההפסדים, אבל תמיד, כמו בכדורגל, אפשר לדעת להמשיך הלאה. ואם נדע להמשיך הלאה, זה מהות החיים. שיחקנו, היינו בטורניר בגרמניה לפני כשנה, היינו בלייפציג עם קבוצות נוער מהארץ, עם פרדס חנה, ועם קבוצות מחול. להגיד לך שחוויה מאוד מענה על כל ההיבטים שלה. תראה, כגרמניה זה לא פעם ראשונה שאני בגרמניה, עם כל הכבוד, אבל... אני יכול לחלק את זה לשניים. היחסים הם יחסים מאוד טובים. לדעתי גם המדיניים הם יחסים מאוד מאוד טובים, ואת זה אי אפשר לקחת. מצד שני, אנחנו כעם יהודי, תמיד יישאר לנו הקטם הזה של השואה, שכל כך הרבה יהודים, כ-6 מיליון נרצחו, שזה מספר לא יסולא בפז. ולא משנה מה תעשה, תמיד איפשהו יהיה לך את הזיכרון הזה. בין אם אתה בין למשפחה שהיא ניצולת שואה ובין אם לא. ויש משהו שבעם היהודי לא ייקח את זה, עם כל הרצון שלנו. Nach diesen Aufnahmen in Israel war es Zeit, noch einmal nach Sachsen zu blicken. Dorthin, wo dieser Film seinen Anfang nahm. Der Freistaat Sachsen hat vor einigen Jahren den Beauftragten der sächsischen Staatsregierung für jüdisches Leben mit einem kleinen Stab initiiert. Seit der Initiierung hat Dr. Thomas Feist diese Position inne und kämpft aus dieser Stelle heraus für Verständigung und Akzeptanz, genauso wie gegen jeden Antisemitismus in Sachsen. Zudem ist Dr. Thomas Feist seit 2015 Schirmherr des internationalen interkulturellen Fußballbegegnungsfests. Die Juden in Sachsen haben den Freistaat zu dem gemacht, was er ist. Das war vorher eine Agrarregion und Industrialisierung ist untrennbar auch mit jüdischem Engagement verbunden. Und die Juden, die hier in Sachsen gelebt haben, haben sich immer als Sachsen empfunden, also als Teil der Gesellschaft, der sie auch etwas zurückgeben wollten. Oft sehen wir Antisemitismus vorwiegend in Verbindung mit Rechtsextremismus und es ist wahrscheinlich auch so, dass jeder Nazi auch ein strammer Antisemit ist, aber so einfach ist es eben nicht, weil Antisemitismus gibt es in allen Bereichen der Gesellschaft und meine Strategie ist, die zu stärken, die vor Ort eine gute Arbeit machen, weil diejenigen auch die sind, die in der Zivilgesellschaft die größte Ausstrahlungsmöglichkeit haben. Was wirklich ein Herzensanliegen von mir wäre, ein Zentrum für jüdisches Leben in Sachsen einzurichten, was sowohl musealen als auch Begegnungscharakter hat. Ein Museum im Freistaat, für den Freistaat, aber auch für die Grenzregionen, weil die Grenzregionen zu Polen und Tschechien schon immer in der jüdischen Community zusammengehört haben und auch heute noch. Und wenn wir so ein Zentrum hinkriegen könnten, das wäre wirklich eine tolle Sache. Seid offen, seid neugierig. Beschäftigt euch mit eurer Geschichte und mit der Geschichte eurer Familie. Diese Geschichte ist ein Teil eures Selbst. Setzt euch damit auseinander, seid offen und neugierig für andere Kulturen, für andere Menschen und lernt voneinander. I think like a film of this nature is really important because you have to learn from the past so that you don't make the same mistake in the future. Thank you.
Musik.